willkommen zu Unterwegs in Dessau, Kurzweil Spezial. Das Denkmal von Bertolt Brecht und Kurzweil auf dem Ledikenplatz. Das Denkmal wurde vom Hallenser Bildhauer Bernd Göbel geschaffen. In der Mitte ist eine Kugel, die auf die beiden Werke verweist. Bertolt Brecht saß am 6.10.84 erst vor dem Rathaus in Dessau. Seit 1997 sind die beiden in Dessau-Nord vereint. Das Werk, um das es geht, von Kurzweil und Bertolt Brecht, ist natürlich die Drei-Groschen-Oper. Ich zeige euch jetzt noch die Ausstellung, die ihr im Rathauscenter in Dessau findet. Und erzähle euch ein bisschen was über das Kurzweil-Zentrum. Das Kurzweil-Zentrum ist die Gedenkstätte für den Komponisten Kurzweil. Es ist im Meisterhaus Feininger untergebracht. Betrieben wird die Einrichtung von der Kurzweil-Gesellschaft e.V. Das Zentrum wurde 1993 gegründet und soll zu einem Zentrum der Pflege des künstlerischen Vermächtnisses des Komponisten in Europa werden. Alljährlich ist das Kurzweil-Zentrum Austragungsstätte für Veranstaltungen des Kurzweil-Festes. Das Zentrum gehört zu den kulturellen Gedächtnisorten, die im Blauen Buch der Bundesregierung aufgenommen wurden. Das Kurzweil-Fest 2016 ist vom 26.02. bis 13.03.2016. Unter anderem Veranstaltungsorte sind im Anhaltinischen Theater, Auferstehungskirche Dessau-Ziebig, Bauhaus, Marien- und Johanneskirche, das Dessau-Center, Schloss Georgium und das alte Rathaus in Wittenberg und viele mehr. Unter anderem zu Gast in Dessau sind Joachim Distelmeier, Bert Kallenbach, Nina Hagen und das Orchester der Komischen Oper, Berlin. Und natürlich auch noch viele mehr. Veranstaltungen sind unter anderem Konzerte, Theaterstücke, Gesprächsrunden, Ausstellungen. Am Samstag war übrigens ein kleines Konzert, 21 Uhr, auch im Rahmen des Kurzweil-Festes in Dessau, im Rathauscenter, in dieser kleinen Kurzweil-Lounge. Das war Kurzweil in Dessau. Unterwegs in Dessau spezial für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Tschüssi!